Willkommen zum zweiten Part von Nintendo Land. Wir haben im letzten Part als Link ein bisschen ein paar Gegner besiegt und heute geht es hier im Pikmin-Universum weiter. Pikmin habe ich selber noch nie gezockt, aber will ich eines Tages auch noch nachholen. Oh, es gibt so viele Dinge, die ich noch zocken will. Und wir gehen jetzt ins Pikmin-Abenteuer hinein. Helft Olimar und seinem Pikmin den Planeten zu entfliehen. Kann man auch wieder gegeneinander, also kann man generell gegeneinander spielen oder miteinander. In diesem Fall machen wir miteinander. Ich will euch ja die Spielmodi einfach nur mal vorstellen. Ein Spieler und wir können als Olimar oder als Pikmin spielen. Ich denke, wir fangen mal als Pikmin an. Haben wir ja im letzten Part ja auch gemacht. Erstmal mit der Wii-Fernbedienung. Und dann haben wir ja gewechselt. So, dann mein Mii ist da. Zack. Und dann kann es ja losgehen. Da bin ich gar nicht mal so weit gekommen. Also die ersten zwei Level habe ich schon mal irgendwann gemacht. Aber ja, wir fangen natürlich von vorne an. Ich denke mal, wir werden auch wieder so 4 Level schaffen wie im letzten Part. Okay, na mal gucken. Dann let's go. Punkt Käferwald. Dieses Abenteuer starten. Ja, dann let's go. Ich weiß jetzt gerade ganz gar nicht mal so, was man hier jetzt machen muss. Okay, angreifen, springen, bewegen. Das ist in Ordnung. Man kann auch jederzeit am Anfang eine Anleitung einblenden, aber es dauert mir persönlich ein bisschen zu lange, daher mache ich das normalerweise nicht. So, oh, wer spielt denn damit? Ich glaube, es ist dieser Olimar. Glaube ich zumindest, oder? Auf jeden Fall müssen wir das Level abschließen. Wir haben unendlich viel Zeit, können hier so ein bisschen die Gegend erkunden und können halt, wenn wir angreifen, die Dinge hier kaputt machen. Wir sind selber so ein Pikmin und Olimar hat halt, den hätten wir ja auch steuern können, hat diese kleinen Pikmin und kann mit denen so ein bisschen interagieren. So, ich kann hier halt schlagen. Und wir müssen halt weiter einen Fragezeichenblock. Da gibt es meistens tolle Dinge. So, und zwar Honig, genau, Honig. Daher, Honig braucht man, um ein paar Level abzubekommen, weil dann wird man sehen, wird das Blatt, was wir hier haben, zu einer Blüte und dann später richtig zu einer Blume, glaube ich, auch noch. Von daher, das werden wir dann gleich noch sehen. Also, das Ziel ist es sozusagen, den Honig einzusammeln und dann am Ende... Ja, zwischenzeitlich auch ein paar Gegner zu besiegen. Hier kommen die Gegner raus aus Kapseln. Und am Ende gibt es dann, glaube ich, einen richtigen Endboss. So wie es halt bei Zelda auch war. Die einfach draufhauen. Ist jetzt nicht so spektakulär wie das von selber. Zelda. Wir sind Level 2. Okay, aber haben immer noch nur ein Blatt oben. Jetzt Level 3. Auch Olimars Pikmin können aufsteigen. Aber gut, das können wir ja dann sehen. Ein Herzchen, das ist doch schön. Das ist sehr, sehr schön. Und was kommt denn hier raus? Schönes. Da ist doch wieder ein bisschen Honig. Danke sehr. Level 4, aber ich glaube eventuell bei Level 5 oder so können wir aufsteigen. Mal gucken. Gut, ist ja auch wieder das erste Level, nur um mal ein bisschen reinzufinden. Ich denke mal, im nächsten Level geht es dann wieder richtig los. Was sieht man auf dem Gamepad? Man sieht dieselbe Ansicht. Also auch nichts Besonderes. Genau. Er wird ja, denke ich mal, die Ansicht dann auch noch sehen. So, ich bin jetzt Level 5 und habe jetzt somit eine Blüte und bin stärker geworden. Man sieht's daran, wie viel ich hier jetzt austeilen kann. So, ja, du sollst auch mal ein bisschen hier aufsteigen. Auch mal so Level 5 oder so wären, das wäre eigentlich nicht verkehrt. Im Miteinander würde der andere Spieler halt Olimar jetzt hier steuern und halt auch ein bisschen mit herumrennen. An sich könnte Olimar mich auch zu sich rufen. Das werden wir dann gleich alles sehen, wenn ich das Gamepad steuere. Und okay, dann können wir mal hier rein. So, wo bleibt sie? Ach, weg. Okay, dann geht es nun weiter. Im Gegeneinander ist man halt entweder das Pikmin, wie ich jetzt hier, oder Olimar und kann gegeneinander antreten. Und ich glaube, es geht darum, wer den meisten Honig hat. Glaube ich zumindest. So, ich bin inzwischen Level 6. Schnapp dir mal das alles hier. Ja, Level 4. Ich möchte, dass du Level 5 bist. Danach kannst du erstmal... Ja, stoppen.
Gut, sind auch ein paar mehr Pikmin, das ist auch sehr, sehr nice. Jetzt schnappe ich mir den ganzen Honig wieder. Vielleicht schaffe ich es noch zu einer Blüte heranzuwachsen, ich weiß es nicht. Mal gucken, mal gucken. Da ist schon wieder ein Honig, sehr schön. Noch ein Honig. Level 7 bin ich inzwischen schon. Okay, man kann hier auch die Seiten hier zerstören, aber da ist eigentlich nichts drin. Nee, hier ist nichts drin. Immer nur in diesen Fragezeichenblöcken. Genau, gehen wir weiter. Nintendo Land, huhu. Und hier sind ein paar Gegner noch, die auf uns warten. Zack, einen habe ich besiegt. Oh, jetzt wurde ich getroffen. Nein! Jetzt muss ich kurz warten, weil dann komme ich wieder. Wenn wir beide gleichzeitig sterben, na gut, dann weiß ich nicht. Nee, dann kommen wir beide auch wieder, weil oben links ist eine Lebensanzeige. Genau. So, ein Herz haben wir jetzt auch wieder zurückbekommen. Sehr, sehr schön. Gibt es hier noch ein bisschen Honig? Eine Münze, ja gut. Stimmt, ich wollte euch eigentlich auch noch die Münzen zeigen, aber ich komme nicht dazu. Weil der letzte Part war schon dann so lang. Ja, mal sehen, wie viel Zeit wir in diesem Part noch dann übrig haben. Mal gucken. Gut, wir haben auch ein paar mehr Leben bekommen. Wann haben wir denn die jetzt bekommen? Ach, eben bei diesem Question Block oder wie? Ich glaube ja, ich glaube ja. So, jetzt kommt, glaube ich, ein Boss, oder? Das sieht nach einem Boss aus. Der ist ein bisschen größer. Das ist ein Boss. Ja, nice. Gehen wir mal gemeinsam drauf. Sind noch ein paar andere kleine Gegner hier, die man noch besiegen kann. Ist ein Honigbär, nicht verkehrt. Ich würde nämlich noch gerne ein Level aufsteigen. Welches Level bin ich denn? Ich bin, glaube ich, erst Level 8. Also Level 10 werde ich eh nicht erreichen. Jetzt bin ich Level 9. Aber der ist hier sowieso gleich besiegt. So, zack. Münzen gibt's, sehr, sehr schön. Auch die Pikmin holen die Münzen halt zu Olimar und halt auch den Honig. Und dann können wir dem Planeten entkommen. Das ist halt das Ziel von Pikmin. Man ist halt irgendwo gestrandet und man muss halt weg von der vom Planeten. Man muss fliehen. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall mit euch auch noch ein Pikmin-Let's Play machen. Ich habe voll Bock darauf. Weil ich an sich das Prinzip, ich habe mir ja schon häufig mal angeguckt und ja, ich kriege da, wenn ich jetzt daran denke, extrem viel Lust. Das ist auf jeden Fall auf der Liste meiner zukünftigen Let's Plays. Mit welchem Pikmin ich anfange, weiß ich nicht. Mal gucken. So, die Käferkönigin, das ist Level 2, aber warte, ich will nochmal kurz zurück, denn ich spiele jetzt mit dem Gamepad. Zack, mal rüber hier und let's go. Falls ihr im Hintergrund Windows-Geräusche gehört habt, es tut mir leid. So, Pikmin-Spieler laden Energie auf, indem sie 1 gedrückt halten. Okay, interessant. Wusste ich bisher auch noch gar nicht. Gut, ich gucke auf das Gamepad. Ah, ich muss mit dem Stift arbeiten. Könnt ihr irgendwas sehen? Nein, könnt ihr nicht. Also, ihr könnt nicht sehen, wo ich mit dem Stift drauf haue. Wie viel bin ich jetzt Olimar? Und ich kann, wenn ich sage, zum Beispiel dahin, ich tippe gerade dahin, wo die Pikmin hingeflogen sind. Weil dann kann ich die dahin schicken und dann erledigen sie die Arbeit. Ich kann auch, wenn ich ZL drücke, pfeifen, dann kommen alle zu mir, auch hier das große Pikmin. So, zack. Dann kann ich halt alle hier so ein bisschen herumschleudern. Das ist auch im Mehrspielermodus möglich. So, was? Nein, eine Bombe, alle zu mir, das ist eine Bombe. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Schon wieder eine Bombe. Kann ich mit der irgendwas machen? Ah, die kann ich fortschwingen. Kommt zu mir. Uiuiui. Okay, Honig, sehr, sehr nice. Ja, arbeitet da mal so ein bisschen. Derweil nehme ich mir mal die andere Bombe und zack, und mal kurz hier weg. So, ja, ihr habt auch eine gute Sicht. Ich glaube allerdings, warte mal, ich muss mal kurz. Ja, ich habe ein größeres Sichtfeld auf dem Gamepad. Also ich sehe zum Beispiel oben rechts, na jetzt sehe ich zum Beispiel oben rechts ein paar Pusteblumen. Die könnt ihr jetzt nicht sehen. Jetzt könnt ihr sie erst sehen, also erst ein bisschen später. Gut, ist aber nicht so schlimm. Ich will jetzt noch die Mauer hier ein bisschen zerstören. Ich will auch relativ schnell Level 5 werden, damit ich ein paar mehr Pikmin habe. So, der erste Gegner. So, ich rufe mal kurz alle zu mir. Zack, einfach drauf da. Sehr, sehr schön. Ein Herz. Ja, gut. Kann man gut gebrauchen.
Wir gehen mal weiter. Hier die Pusteblumen auspusten. Vielleicht ist da Honig. Nee, kein Honig. Aber hier geht es lang. Was ist denn hier? Eine Münze, ja gut. Da wäre auch noch was gewesen, aber habe ich vorhin nicht gesehen. Egal. Gut, gehen wir mal hier weiter. Und gucken mal, was wir hier machen können. Also hier wird auch wieder wunderbar mit dem Gamepad gearbeitet. Auch mit dem Touchscreen des Gamepads. So, du musst mal darüber. Was halt die Bewegungssteuerung, die halt bei Zelda viel verwendet wurde, gibt es halt jetzt hier nicht so. Das ist ja nicht so schlimm. So, Level 3 sind wir. Wir könnten uns hier entlang schleichen oder halt die Brücke nehmen, aber gut. Ich habe mich da mal ein bisschen lang geschlichen. Gibt es hier noch irgendwie Honig hier drin? Das wäre eigentlich super. Aber ich sehe hier keinen. Na gut, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist ein Sprungfeld. Jetzt wollen hier ein paar Gegner auf uns zukommen. So, dann mal hier ein bisschen in die Menge hinein. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Alle getroffen. Ha! Perfekt. So, hier kannst du Honig mal einsammeln. Level 4 bin ich inzwischen schon. Das Pikmin ist Level 2 jetzt. So, Level 5 sind wir. Noch mehr Pikmin. Ich will jetzt auf jeden Fall Level 10 mal erreichen. Ja, Hammer erhalten. Damit ist man nochmal ein bisschen stärker. Hammer ist ja halt stark. Man hat den Hammer so lange, bis man, glaube ich, getroffen wird. Kann ich hier vielleicht... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann vielleicht die Pilze da zerstören. Aber gut, das sind ja hier die Abgrenzungen. Gut, dann können wir ja mal rein. Und mal gucken, was wir mit dem Hammer anrichten können. Das wird voll der Hammer, sage ich euch. So, hier unten ist uns weiter nichts. Ich bin ja auch so einer, der gerne Level erkundet. Daher gucke ich mir auch alles an. Ich will ja auch den Honig hier haben. So, zack. Level 6 bin ich. Sehr, sehr schön. Komm du wieder her. Aha, da sind jetzt ein paar und da kommen noch ein paar dazu. Uiuiui. Und dieses Mal sehe ich keine Bombe, also. Na, mal gucken. Wir haben ja hier jetzt. Können das hier mal ein bisschen alles schneller zerstören. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, hier alle mal drauf da, alle drauf da. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ihr macht das super. Ja, 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 ja. Oh nein, 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 nein. Ich bin gefressen. Ich bin. Hilfe. Ich bin. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes war ich scheiße gerade. So, kommt mal alle hierher. Ist mir ein zu großes Durcheinander gerade hier. Ja, das Pikmin war da gerade auch in Scheiße gefangen. Okay, wir haben es geschafft irgendwie. Sehr schön. Level 8 sind wir inzwischen. Und da muss ja jetzt auch eine Menge Honig rauskommen. Level 9? Ja, doch. Level 10 erreichen wir dieses Mal. Da bin ich sehr zuversichtlich. So, hier zu mir alle. Weil es kommt ja bestimmt jetzt hier noch ein Boss oder so. Level 10 sind wir. Sehr, sehr schön. Hier nicht runterfallen. Level 11. Ah, oh, sehr gut. Was ist hier? Achso, kann man zerstören. Ja, hier sind erstmal ein paar Gegner. Kommt alle zu mir und jetzt geht's los. Alle drauf da, alle drauf da. Oh, sehr schön. Zu mir wieder und drauf hier. Drauf hier, drauf hier, drauf hier, drauf hier. Ja, schade, dass ihr nicht sehen könnt, wo ich halt hintippe. Aber, ja gut, ich kann's leider nicht ändern. Ich kann halt das Gamepad nicht abcapturen. Ist leider nicht möglich. Falls mal wirklich eine Situation kommt, wo wir... Ja, danke für den Honig. Das Pikmin soll es eigentlich kriegen. Falls mal eine Situation kommen sollte, wo ihr unbedingt das Gamepad sehen müsstet, damit ihr es auch wirklich kapiert, wie auch immer, dann habe ich immer noch meine Facecam. Die kann ich immer noch nehmen, um dann letztendlich euch zu zeigen, ja, was ist denn da überhaupt auf dem Gamepad dann los. Das wäre noch dann eine Möglichkeit. Aber jetzt hier für einen normalen Spielverlauf ist das natürlich jetzt nicht drinne. Das würde einfach überhaupt nicht schön aussehen. So, gut, dann ja, mit der Münze alle mal zu mir und rüber hier. Wir haben hier ein paar Gegner vor uns. Oh ja, die zerstören wir ordentlich. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, warum ich es damals nicht so weit hingeschafft habe. Gut, vielleicht habe ich... Ich glaube, ich habe Pikmin eher weniger hier gespielt. So, alle mal zu mir. Ihr seid mir ein bisschen zu viel durcheinander. So, mach du das da mal. Das kriegst du dahin. Ich
Gucken wir mal kurz hier um. Sehr schön. Weiter geht es. 60 Minuten sind wir hier schon unterwegs. In diesem Level. Ja, das dauert dann doch ein bisschen länger. Oh, ich bin Level 15 inzwischen. Aber da gibt es jetzt kein Level mehr. Ich muss erstmal alle zusammenrufen, damit ich hier weiterspringen kann. Ja gut, dann schaffen wir keine 4 Level, dann schaffen wir wahrscheinlich auch nur 3 Level. Aber ist ja trotzdem nicht so schlimm. Ich glaube, Pikmin sterben gerade. Es sind Pikmin gestorben. Also sie kamen jetzt wieder, sind wieder neue geboren. Sehr, sehr schön. Da ich ja halt auch das Prinzip von Pikmin so kenne und mir schon mal ein bisschen was angeschaut habe, ich krieg da voll Bock jetzt, wo ich das hier spiele. Hatte ich sonst auch nie so wirklich auf dem Schirm, muss ich auch dazu sagen. Pikmin. Daher gut, dass wir Nintendo Land Let's Playen. Dass ich sowas mal auf dem Schirm kriege, was es da noch für alles für geile Spiele gibt. So, wir haben jetzt hier einen großen Gegner. Wir haben leider keinen Hammer mehr, weil wir sind halt mehrmals gestorben. Hier unser großes Pikmin ist gestorben und auch einige kleine Pikmin sind gestorben. Ich glaube, jetzt sind wieder ein paar tot. So, jetzt alle drauf da. Alle drauf da. Selbst die, die gestorben sind, haben jetzt nur Blätter, glaube ich, oder? Nee. Ich dachte, die haben jetzt nur Blätter. Oh, ich sehe da hinten noch Bomben. Die können wir eigentlich auch verwenden. Komm du mal runter, ich brauche mal eine Bombe. Uiuiuiui. So, jetzt sind schön alle drauf da. Ah, nee. Wieder zurück. Upsala, das ist vielleicht keine gute Idee. Meine ganzen Pikmin sind tot. Alle Pikmin sind tot. Außer mein großer. Aber sie werden wiederbelebt. Ein Glück. Oh, es tut mir leid. Ja gut, es sind halt nicht wiederbelebt, es sind neue Pikmin. Also meine alten Pikmin sind alle gestorben. Oh, ich bin so ein Mörder hier. Aber gut. Den Gegner haben wir auch fast besiegt. Ich sehe gerade oben rechts Bestzeit 3 Minuten. Ach du heilige Scheiße. Wie schnell war ich denn damals hier mal? Gut, ich habe mich jetzt auch hier ein bisschen zu lange aufgehalten beim Boss. Daher besiegt ihn schnell. Oh, nee. Sind wieder welche gestorben? Ja, 2 jetzt sind gerade gestorben. So ein pink, so ein roter und so ein blauer. So, jetzt sind drauf da. Besiegt dieses Vieh endlich. Sehr schön. Wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, von der Steuerung her macht mir sogar das Gamepad mehr Spaß. Bei Zelda war es ja so, dass mir die Wii-Vermittlung mehr Spaß gemacht hat, also der Schwertkämpfer. Aber hier muss ich wirklich sagen, macht das Gamepad einfach mehr Spaß, weil man mehr Möglichkeiten hat mit den ganzen Pikmin. Hier ist es, wenn man die Wii-Vermittlung hat, das einzelne Pikmin, ja, man hat halt nicht so viel zu machen. Allerdings werde ich gleich für das dritte Level wieder die Wii-Vermittlung nutzen, ist auch für euch besser. Bedeutet, Stift kann ich gleich mal wegpacken und dann wechsle ich zur Wii-Fernbedienung. So, nochmal ein paar Bilder, zack. Ja, wurde wieder abgemeldet. So, jetzt ist sie wieder da. Sehr, sehr schön. Und ein Level, was ich jetzt noch nicht geschafft habe. Und da ist auch ein Zeitsymbol. Ist das jetzt auf Zeit oder wie? Nein, ich wollte jetzt da auf die 3, genau. Für den Touchpen über den Touchscreen, um Oli mal springen zu lassen. So kann er gegnerischen Angriffen ausbrechen. Ach, okay. Auch wieder ein Tipp, der sehr, sehr nützlich ist. So, ja, es ist irgendwas auf Zeit. Hey, auch mal jemand anderes, der hier mitspielt. Ist auch ganz cool. Gegen die Uhr. Bei dieser Herausforderung ist die Zeit der größte Feind. Sobald die Uhr abgelaufen ist die Flucht gescheitert. Okay. Stoppuhren sorgen für zusätzliche Zeit. Sie sind überaus wichtig. Herzen sind hingegen egal. In Leveln gegen die Zeit hast du unendlich Energie. Praktisch, oder? Ja. So wurde uns jetzt eine Erklärung gegeben. Liegt auch halt daran, weil
Weil ich das Level halt noch nie gemacht habe. Wir kriegen halt keine Erklärungen sonst, weil... weil ich halt die Level sonst immer geschafft habe, aber ich erkläre euch das ja auch immer schon. Also von daher, so schlimm ist das ja nicht. Und wir sind auf dem maximalen Level schon. Das macht echt Spaß. Macht echt Spaß. So, Zeit einsammeln, wunderbar. Warum habe ich das nicht geschafft? Das sieht bisher so relativ machbar aus. Aber mal gucken. Vielleicht wird es noch schwierig. So, du mal weg, du mal hier weg. Boah, ich bin so schön stark. Ich mach die mit einem One-Hit hier. Zack, zack, zack. 25 Sekunden haben wir noch, aber auch die Zeitaufgabe macht wirklich viel Spaß. Ich mag das auch, wie immer man nur von einer Uhr immer eine Sekunde bekommt, aber die sind halt dann so viel hier, dass das dann auch irgendwie doch Zeit gut macht und das finde ich auch ganz nice. Also wenn ich zum Beispiel an Super Mario Galaxy 2 denke, da gibt es ja auch solche Level. Und da gibt es ja dann nur Uhren, die 10 Sekunden gut machen, so. Aber hier, ja. Oh, ich bin hier noch rübergekommen. Achso, man kann ja springen. Kann man. Ja, man kann springen. So. Weiter geht es hier. Eine große Uhr. Sehr, sehr schön. Plus 10 Sekunden sind dort. So, wunderbar. Jetzt heißt es, gegen so einen großen Gegner hier antreten. Hallo? Oh, das ging jetzt aber sehr, sehr schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Du hinterlässt jetzt Uhr. Es ist sehr, sehr schön. So, weiter geht das. Onima. Wunderbar. Und dann hier. Rüber hier. Hier gibt es bestimmt eine Uhr drin. Oder ein paar Uhren, genau. Das war mir schon fast klar. Aber jetzt will ich hier wieder kämpfen. Oder was passiert jetzt hier erstmal? So, komm du mal auf das linke Feld. Genau, dann öffnet sich... Dann füllt sich hier die Brücke auch mit Uhren voll. Wunderbar. Sonst hätte man auch an der Seite so lang gehen können. So, und hier ins Raumschiff. Ja gut, so schwer war es jetzt wirklich nicht. Das war ein kurzes, schnelles Level. Das heißt, wir haben sogar wirklich noch Zeit, mal kurz zu sehen, wie gibt man die Münzen aus. Das ist jetzt erstmal, was wir machen. Also somit das vierte Level jetzt nicht mehr. Ihr habt ja jetzt einen kleinen Eindruck davon bekommen. Und ich denke mal, das passt dann dementsprechend auch. So, halt die Wii-Vermittlung waagerecht, mache ich gerade. So, hahaha. Wir müssen auf jeden Fall zum Plaza, da war ich ja schon mal. Ich nehme jetzt das Gamepad wieder. Und ich bin, glaube ich, schon mal fast richtig. War das nicht hier? Genau, Nintendo Land. Und da kann man so ein bisschen spielen. Münzen hier einsortieren und dann muss man, glaube ich, die blauen Dinger da treffen. Ist ein bisschen schwierig. Machen wir mal ein paar mehr Münzen. Wir haben ja genug. Ja, und dann müssen alle gefärbt sein. Gut, ich hatte irgendwann hier schon mal ein Level angefangen. Okay, dann nächste Stage. Jetzt müssen hier alle blauen in orange gemacht werden. Wie einfach hier dieses eine blaue Feld dann nicht orange werden will. Aber passt. Und was kriegt man als Belohnung? Das werde ich euch dann dementsprechend auch noch gleich zeigen. Ah, da habe ich schon mal eins hier. Jetzt nach links. Ja, doch. Wunderbar. Komm, du nach... Ja, wunderbar. Das war auch gerade optimal. Ich denke mal, wir machen bis 5 Question Blocks, weil diese Question Blocks, die man da oben rechts sieht, das ist halt das, was man dann erhält. So, hier machen wir ein paar Münzen. Wir werden jetzt im Let's Play sowieso noch Link Münzen kriegen. Gut. Vielleicht war das jetzt doch ein bisschen zu viel. Aber jetzt. Sehr schön. Gut. Dann noch ein Level clearen und dann sind wir hier durch und dann zeige ich euch noch, was sind diese Question Blocks. So, hier mal so durch. Ja, sieht doch auch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ja, sieht sehr, sehr gut aus sogar. Wunderbar. Okay, dann können wir hier mal bitte rausgehen. Auch ein bisschen so retro-like. Finde ich eigentlich ganz nice. So, dann haben wir hier jetzt ein bisschen was bekommen. So, das wird hier herumgesteuert. Ah, da hatten wir ja auch noch im ersten Part irgendwas gesehen. Hier ist zum Beispiel so ein... Jetzt ist die Frage, wie schlage ich? Mit Y? Nee. Y ist die falsche Taste. Y ist Plaza. Ja, Mann. Gut, dann mit B vielleicht? Nee, mit A nicht. Mit X nicht. Oder muss ich drauf tippen? Ich muss drauf tippen. Aha, und dann erscheint irgendwas hier auf dem Plaza. Wenn ich da drauf tippe. Soundeffekte gibt es dann. Halt ein paar kleine Gimmicks. Hier. Oh, cool. Kann ich hier einen Sonnenuntergang draus machen? Ja, das ist eigentlich auch ganz nice.
Jetzt ist es Nacht. Tag. Ich mag den Sonnenuntergang. Spielt auch die Musik ein bisschen anders. So. Ja, man sieht, ich habe hier schon ein bisschen was freischaltet. Was man hier so sieht. Ich habe ja damals das Spiel auch ein bisschen aktiv gezockt. Es müssten ja noch irgendwo paar Fragezeichen-Dinger sein. Ich sehe aber gerade keine. Ne, ich sehe gerade keine mehr. Wir haben ja bisher zwei geöffnet und es müssten noch irgendwo drei sein. Okay, ich habe jetzt keine Fragezeichen-Dinger mehr gefunden. Vielleicht kommen sie auch immer nur nach und nach. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Okay, gut. Dann ist der Part beendet. Im nächsten Part gucken wir uns dann das nächste Franchise an. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.